auf meiner Liste und Platz 12 im Undertale Soundtrack Home. Das Stück, das spielt, wenn man in Toriels Haus am Ende der Ruinen ist. Es vermittelt eine angenehme und ruhige Atmosphäre, weshalb es für mich auf Platz 10 steht. Auf Platz 9 finden wir einen sehr besonderen Soundtrack wieder. Gleichzeitig der kürzeste, als auch der letzte Soundtrack in der Liste, der nie im Spiel verwendet wurde. Als Nummer 101 trägt den Namen Goodnight. Er ist offiziell im Soundtrack, aber wurde wie gesagt nur am Ende der Demo im neutralen Run verwendet. Ich habe einfach ein Bild, das zum Namen passt, im Hintergrund genommen und es klingt einfach gut und macht eine schöne Atmosphäre. Photoshop erstellte hässliche Endbosse. Das sind Merkmale von Undertale und beide werden durch Omega Flowey, den Endboss des neutralen Runs, vereint. Die Hintergrundmusik verdeutlicht. Ich kann jetzt natürlich wieder sagen, es macht eine gute Atmosphäre. Es klingt halt einfach gut. Bitte hinterfragt meine Auswahl nicht. Vielleicht überraschend nur auf dem 7. Platz der wohl bekannteste Undertale-Soundtrack. Er ist, denke ich, auch weniger durch Undertale als durch Memes oder ähnliches bekannt. Megalovania, der Endbosskampf im Genocide Run gegen Sans. Es gibt einfach. Allein der gesamte Genocide Run ist richtig cool inszeniert, wenn auch etwas Hardcore teilweise und. Auch manche Zitate, vor allem von Sans hier, bleiben einem einfach im Kopf. Und diese Musik ist einfach ein Ohrwurm. Haben wir den Track Asgore, benannt nach dem Boss. Der vermeintliche Endboss des neutralen Runs und gleichzeitig König aller Monster. Diesen Soundtrack darf man nicht verwechseln mit Bergentrückung, dem Einleitungssoundtrack des Bosskampfes, was ich schon sehr oft auch bei der Suche nach diesem Track für dieses Video getan habe. Lasst es begründen langsam mal, denn es ist einfach immer dieselbe Begründung. Es macht eine sehr gute Atmosphäre und ist
klingt einfach nur geil. Against True Hero, der fünfte Platz, ist auf dieser Liste, obwohl ich einen Hass gegen diesen Kampf seit meinem Let's Play habe. Das Problem, das ich dabei hatte, war eben auch, ich habe einfach nicht erwartet, dass der Kampf so schwer wird. Vor allem, als ich dann im Sans-Kampf deutlich schneller war, war ich überrascht. Aber ja, wie gesagt, das Begründen kann ich lassen. Der Soundtrack klingt genial, auch wenn mich der Kampf abfuckt. Sowieso, wenn ihr die ganzen Soundtracks in Action, sage ich mal, hören wollt und wissen, worüber ich die ganze Zeit rede, könnt ihr in mein Let's Play reingucken. Dreams, das Beam aus dem Kampf gegen Asriel Duna am Ende des Pazifist-Runs. Es ist der letzte Gegner, der einem bevorsteht, bevor man es hinter sich hat. Und der Pazifist-Run ist wirklich nicht kurz. Also, ja, viel mehr kann ich nicht sagen. Ich verweise wieder auf mein Let's Play. Ist ein cooler Bosskampf, sollte man sich angucken. Sondern auch im Spielgeschehen nur einen kleinen Schritt weiter. Kaum hat man Asriel Duna besiegt, hat man noch ein letztes Mal die Gelegenheit, den ganzen Untergrund zu bereisen. Hierbei spielt diese Musik, die einem wirklich verdeutlicht, dass man es geschafft hat, dass endlich alles vorbei ist und alle Monster frei sind. Das Bild im Hintergrund ist die Szene direkt danach, aber ich wollte jetzt kein nichtssagendes Bild vom ganzen Untergrund einblenden. Es spielt in der zweiten Phase des Bosskampfes, auch wenn ich hier jetzt ein anderes Bild von Asriel in den Ruinen habe. Es gibt auch gleich zwei Versionen. Eine ist einfach schneller und etwas lauter. Die habe ich jetzt nicht eingefügt. Kann man sich im Internet anhören. Und nun kommen wir zu meinem Lieblingssong aus ganz Undertale.
wir zu dem Soundtrack kommen, möchte ich nochmal sagen, dass mir dieser Soundtrack wirklich am allerbesten gefällt. Ich möchte hier ein bisschen Spannung aufbauen, deswegen sage ich das jetzt schon vorher. Es ist so eine Art Main-Theme für Undertale, ein Soundtrack, den jeder kennt. Und es ist einfach der größte Ohrwurm, den es gibt. Auf zum Soundtrack. Auf dieser Liste, nach dem Spiel selber benannt, Nummer 71 in der Soundtrack-Liste, Undertale. Der Sounddash in New Home und auf dem Weg zum Last Corridor spielt, bei dem man geprüft wird. Mir fällt gerade kein gutes deutsches Wort ein. Bei dem Sans einen beurteilt für all seine Taten. Dabei erfährt man die Geschichte des Untergrunds, die Undertale, mit dieser Musik im Hintergrund. Ich möchte auch noch ein paar abschließende Worte zu dieser Top-List sagen. Man hat vielleicht Ähnlichkeiten aus vielen Songs gehört, denn der Undertale-Soundtrack stammt von wenigen Personen und es gibt irgendwie, glaube ich, 10 Tracks und die in abgeänderter Form auch ergeben alle 100 zusammen. Deswegen hört man zum Beispiel deutliche Ähnlichkeiten in His Theme und Hopes and Dreams oder einfach allgemein in vielen Songs. Oder in Megalovania und Mario Bros. Nee. Sorry, ich höre ja schon auf mit Mario Bros. Ja, aber eben zum Beispiel His Theme und Megalovania, His Theme und Reunited, Reunited und Mario Bros. Ich höre lieber auf, bevor es schlimmer wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und oder ein Like da, wenn ihr mehr Mario Bros. Sehen wollt. Ciao.